Willkommen zum ersten Türchen des Timul Adventskalenders. Heute ist für mich der 1. Dezember und ich starte wieder den Timul Adventskalender. Das heißt, es gibt jeden Tag ein neues Shamanuan. Schon die letzten 2 Jahre habe ich manche davon gespielt und auch aufgenommen. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich alle geschafft. Und auch dieses Jahr werde ich auf jeden Fall wieder probieren, alle zu spielen. Und von manchen wird es natürlich auch wieder ein Video geben. Und deswegen werden wir heute auch direkt anfangen mit dem ersten Türchen des Adventskalenders. Das ist Türchen 1, Zusammenfassung 2016. Das heißt, wir haben jetzt erstmal direkt nochmal ein Recap vom letzten Jahr. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Also Türchen 1, ich mache jetzt mal die Spiele alle aus. Und dann geht's auch schon los. Ich hätte die Map schon einmal gespielt, einfach nur, damit ich ein bisschen reinkommen konnte. Aber sonst habe ich wirklich seit ungefähr einem Jahr wirklich gar keinen Champion-Run oder ähnliches mehr gespielt. Zumindest nicht aktiv. Weshalb ich mich auf jeden Fall jetzt sehr freue, wieder hier das Champion-Run spielen zu können, den ganzen Adventskalender. Vielleicht schaffe ich auch wieder wirklich wie auch letztes Jahr alle Türchen. Ja, und das war schon die erste Map. Erinnere mich auf jeden Fall noch dran. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber wir sind steckt schon bei der zweiten. Riesenklavier. Ja, an die erinnere ich mich auch noch ziemlich gut, weil die war ziemlich, ziemlich nervig, die Map. Die habe ich, glaube ich, ziemlich lang dran gesessen, weil es da so bei der Original-Map ein paar ziemlich nervige Parts gab. Aber ich finde auf jeden Fall cool, dass sie... Ja, ich weiß, munter. Ich finde auf jeden Fall cool, dass es als ersten Tag gleich diesen Recap vom letzten Jahr gibt. Weil sonst war der eigentlich immer mittendrin, aber ich finde eigentlich, um jetzt wieder reinzukommen, ist es eigentlich eine schöne Idee. Gut bin ich ja trotzdem, wie gesagt, seit fast einem Jahr wirklich gar keinen Adventskalender mehr gespielt habe. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall wirklich wieder drauf, weil irgendwie heute, als ich von der Schule rausgekommen bin, ist mir so aufgefallen, ist schon der 1. Dezember. Das heißt, der Adventskalender startet wieder. Ich habe das anfänglich gar nicht so realisiert gehabt. Deswegen finde ich das schon nice. Also das erste Video wird jetzt hier kommentiert kommen, wie ihr es gerade schon merkt. Die nächsten wahrscheinlich nicht alle. Es wird auch mal ein paar... einfach nur mit irgendwelcher Musik im Hintergrund geben. Ich werde natürlich auch nicht alle aufnehmen. Soweit es möglich ist, werde ich es auf jeden Fall versuchen, den restlichen Upload weiterhin beizubehalten. Aber, also, falls mal ein Video nicht kommt oder zu spät kommt, ihr wisst, es liegt hier am Adventskalender. Und wir sind auch schon bei Tag 3, Antikes Rom. An die erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Ich glaube, hierzu gibt es auch eine Folge auf meinem Kanal. Die Playlist ist auf jeden Fall unten in der Infocard verlinkt. Das heißt, die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, dann schauen wir mal, also vielleicht eine Goldzeit, könnte vielleicht drin sein, 15 Minuten. Ich habe sie, wie gesagt, schon einmal durchgespielt, das war aber einfach nur mal so zum Test. Habe ich auch aufgenommen, hat mir aber nicht so gefallen, das heißt, ich mache es nochmal. Und gerade sind wir doch eigentlich ziemlich gut, also klar, eine, wie heißt es, Diamantzeit oder wie es genannt wird, schaffe ich auf jeden Fall nicht, aber Gold könnte vielleicht drin sein. Ja, wir sind gerade erstmal bei Tag 3 und haben schon fast 3 Minuten gebraucht, aber auch sonst bei den nächsten Folgen werden wahrscheinlich einfach zeitlich bedingt, nicht unbedingt. Letztes Jahr habe ich immer mal ab und zu einen Speedrun gemacht, das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall, glaube ich, nicht machen, weil ich einfach zeitlich das nicht schaffe. Ja, aber jetzt sind wir bei der nächsten Map, Getting Started. Erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch dran. War auch eigentlich eine relativ nette Map. Auch vom Schwierigkeitsgrad her war die, glaube ich, vollkommen in Ordnung gewesen. So, und wir haben es auch schon fast geschafft. Aber ihr könnt auf jeden Fall auch, wenn ihr den Timulia Adventskalender ebenfalls spielt, also die IP ist, glaube ich, einfach timulia.de. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist unten in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr den Adventskalender auch spielt, könnt ihr mir gerne immer mal schreiben, was für Zeiten ihr geschafft habt. Letztes Jahr habe ich ihn zum Beispiel ziemlich oft mit Yonato 1234 und Q-Clouds gespielt. Das war eigentlich immer richtig nice. Aber ich fange jetzt erstmal alleine an. Vielleicht werde ich auch mal mit jemand anders die ein oder andere Folge aufnehmen. Wäre bestimmt ganz lustig. Und ich habe es schon erwähnt, letztes Jahr habe ich wirklich, zwar nicht alle aufgenommen, aber ich habe letztes Jahr wirklich jedes einzelne Champion-Run geschafft. Ja, und beim vorletzten gab es ja auch immer noch MC Expert, der die ganzen Speedruns gemacht hat. Letztes Jahr war es, glaube ich, über Poxari. Aber jetzt sind wir schon bei der nächsten Map Husky-Rennen. Die kann ich mich auch noch erinnern. Das war ja dieses Special, dass man diese Husky-Schlitten hatte, mit dem man überall rumfahren konnte. Mal schauen, ob es sowas dieses Jahr auch noch gibt. Also die Mechanik hat manchmal nicht komplett funktioniert letztes Jahr. Aber es war eigentlich schon ganz lustig. Und diese Map war eigentlich auch vollkommen schaffbar. Allerdings schaffe ich das Champion-Run, ja, wie ihr seht, irgendwie nicht richtig. Aber ich bin, wie gesagt, noch nicht drin. Wahrscheinlich am... Im letzten Tag, dann bin ich wieder voll drin, wenn wir dann so bei Türchen 24 sind, dann werde ich wieder ein Jahr nicht mehr spielen. Also ist es immer ganz gut, aber ich finde, so die Weihnachtszeit macht dadurch auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. So. Der Sprung ist richtig scheiße, wenn man es dabei so. Naja, also so geht auf jeden Fall. Man muss hier auf die Tür, hier drauf und weiter geht's. Nächste Map, Columbia. Ja, an die erinnere ich mich auch noch. Das war, glaube ich, eine ziemlich große Map und eine ziemlich nervige Map. Ja, ihr merkt schon. Ich glaube, ich habe da sogar über eine Stunde oder so gebraucht. Die sah ziemlich cool aus, aber manche Stellen waren richtig schwer. Aber ich kenne die auf jeden Fall noch. So, weiter geht's.
Also gerade kommen wir eigentlich ziemlich gut durch. Wir schauen uns das Ganze gar nicht gerade mal so gut an, aber ich kenne das halt alles auch schon, weil ich die Maps letztes Jahr alle gespielt habe. Aber ihr seht das Haus auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall ganz nice, dass sie das wirklich alles so umgesetzt haben. So, direkt schon sind wir bei der nächsten Map. Ja, außer ich wäre, also wenn ich gut wäre, wären wir zumindest da. Ich bin gerade echt nicht gut, also es wird auf jeden Fall besser. Jetzt in der Map kann ich mich noch erinnern, hier Tag 7 Schneepool, habe ich auch einen Speedrun damals gemacht, weil da gab es so geile Wege zum Abkürzen, es war richtig lustig. Und deswegen gab es hierzu auch einen Speedrun. So, wo muss man hier lang? Ich glaube hier unten vielleicht? Ja, hier unten. Aber die Map sah auf jeden Fall wie eigentlich alle Timolia-Maps ziemlich nice aus, kann ich auf jeden Fall nicht so sagen. Aber wir sind natürlich schon bei dem nächsten, wir sind schon bei Tag 8 Solitude. Kann ich mich auch noch daran erinnern. War auch eine ganz nice Map, relativ lang, teilweise auch ein bisschen schwer. So. Und. So, ja, geschafft. Aber ich kann mich auch auf jeden Fall, also ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass Gate 702, den einen oder anderen von euch dürften den YouTuber bestimmt kennen, wieder Videos jetzt macht, weil letztes Jahr oder auch die Jahre davor war das eigentlich immer ziemlich cool. Ich finde, er ist ein nice YouTuber und er hat ja auch immer zu, auch immer einfach die Jump'n'Runs gemacht und das hat eigentlich immer ziemlich Spaß gemacht zuzuschauen. Deswegen hoffe ich, dass es dieses Jahr auch wieder macht, weil es wäre schon passend. Und da würde ich mich auf jeden Fall wieder darüber freuen, die bei ihm auch zu gucken. Auch geschafft, nächstes Portal. Geschenkepost. Ah, nächster Tag. Das war auch eine mit diesem Husky-Schlitten, eine Map. Die war richtig nervig, die war richtig schwer am Ende. Also am Anfang war die vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich habe damals sogar auch mit Crew Clouds und Tionato gespielt. Kann ich mich vielleicht daran erinnern. Ich glaube, ich war das ungefähr. Oder vielleicht sogar mit Espinder, keine Ahnung. Das ist schon wirklich ein Jahr her. Verdammt. Ja, aber es war auf jeden Fall eine nice Map. Aber wirklich am Ende war die wirklich sowas von schwer. Und ich hätte die auch fast nicht geschafft. Aber ich habe es getan. Und die Mechanik, also falls es wieder kommt, hoffe ich auf jeden Fall, dass sie die Mechanik ein bisschen angepasst und verbessert haben. Bei Hilfe gibt es auch Speedblöcke. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich springe jetzt einfach in der Mitte durch. Ja, jetzt geht's. Oh, Zusammenfassung von Adventskalender 2015. Ja gut, ja, ich weiß, es ist nur dieses kleine Stück hier. Wäre auf jeden Fall lustiger, wenn man den jetzt auch nochmal durchgespielt hätte. Diesen direkt weiter. New York Destroyed, ja, kann ich mich auf jeden Fall auch noch dran erinnern. Bei dieser Map, ich weiß noch, nämlich letztes Jahr ist nämlich mein PC irgendwie im Dezember kaputt gegangen. Und ich weiß noch, diese Map hier habe ich dann nämlich auf meinem Laptop gespielt gehabt, kann ich mich dann nämlich ziemlich gut dran erinnern. Ich hoffe mal, weil irgendwie mein PC geht immer so alle halbe Jahre kaputt, wo ich ihn einmal dann komplett resetten muss. Ich hoffe mal, weil jetzt wieder das halbe Jahr fast wieder da wäre, dass ich es nicht machen muss. Aber es ist wirklich so, immer einmal im Sommer, einmal um Weihnachten rum, geht eigentlich immer mein PC einmal kaputt und ich bin richtig schlecht. Ja, aber auf die Map kann ich mich auch noch dran erinnern, war sogar teilweise relativ schwer und anspruchsvoll. Ich konzentriere mich nicht, das kann nicht sein. Ist wirklich so, ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal eins unkommentiert mache, bin ich deutlich besser. Aber der Sprung ist auch richtig. Ich glaube, an den erinnere ich mich noch. Einfach ein Vierersprung, eins zur Seite. Vorm Checkpoint. Das ist richtig asozial. Aber ich habe ihn geschafft. Sehr schön. Ah, aber jetzt gleich noch einer. Ja, warum auch nicht? Und direkt wieder geschafft. Okay, der war eigentlich noch ganz in Ordnung. Aber direkt, als ob die so irgendwie drei Vierersprünge direkt hintereinander haben. So, weiter geht's. Ah, diese Bibliothek. Ja, heißt doch, Tag 12 Bibliothek. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Erinnere ich mich auch noch dran, das war auch eine ziemlich schöne Map, also sie sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Vom Schwierigkeitsgrad her war sie, glaube ich, auch in Ordnung. Oh, okay, ist auch wieder ein nerviger Sprung. Und ich finde, gerade kommen auch gerade schon ziemlich gut durch. Ich hoffe, es bleibt so. Hier kann man wirklich einfach so schön hochrennen. Ich muss wirklich mal auf YouTube gucken, ob Poxari wieder Speedruns macht. Weil die waren immer schon ganz cool, ganz krank anzuschauen, obwohl er immer meistens sich irgendwelche Abkürzungen gesucht hat. So, wo müssen wir hin? Ah, hier unten drauf. Und dann hier rüber. Geschafft, durchs Portal, fertig. Hänsel und Gretel. Oh, die ist sogar auf dem Boxare, werden wir schon die ganze Zeit erwähnen. Oh ja, ich hasse Eissprünge. Eissprünge sind so nervig. An die möchte ich auch noch erinnern. Also abgesehen von den Eissprüngen war die sogar, glaube ich, relativ in Ordnung. Aber Eissprünge, da kann man halt gar nicht typ... Oh, Eissprünge, Seelensand, das ist alles richtig nervig. Yay, wir haben einen Checkpoint. Aber soweit ist es nicht mehr. Aber dafür, dass es Eissprünge sind, bin ich gerade gar nicht runtergefallen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich bin auf jeden Fall mal auf die morgige Map gespannt. Ich weiß, beim Adventskalender 2016 und 2015 war die zweite Map relativ schwer. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass ich den schaffe. Aber auf jeden Fall Portal und weiter geht's.
Ah, bekannte Denkmäler. Nächste Map erinnere mich auch noch an die Map. Die war auch, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad vollkommen in Ordnung gewesen. Keine Ahnung, ob es dazu ein Video gibt. Müsst ihr einfach mal in meiner Playlist schauen. Die habe ich euch ja in der Infocard verlinkt. Ja, aber auf jeden Fall, es geht schon weiter. Husky Rennen 2. Oh, es gab ein zweites. Ja, gut. Ja, direkt ein Feuersprung. Okay, so. Ach, verdammt, also wird überspringen. Weil kommt hier manchmal so vor, als hätte ich Outjump an. Danke. Wir haben auch schon 52 viel Hilfe. Ja, aber Husky Rennen, es war ganz lustig, wie gesagt. Aber wie, manchmal hat es dann auch schon doch ein bisschen mehr gebuggt. So, Leiter hoch. Und nixes. Oh ja, genau, Japan 2.0 Winter Edition. Also Japan... Verdammt. Japan 1.0 war eigentlich richtig übertrieben und möglich gewesen. Japan 2.0, das war... Also ich habe kein Video zu machen, ich habe bestimmt über eine Stunde dran gesessen. Warum schaffe ich diesen Sprung? Der Sprung ist ja nicht schwer. Habe ich bestimmt über eine Stunde dran gesessen. Und das war wirklich eine der schwersten Maps. Es gab nämlich im 2015 Adventskalender eine, die ist, glaube ich, nur Japan oder so. Und das ist halt jetzt Japan 2.0. Also ich weiß nicht, wie die aus dem 2015 Adventskalender habe ich nicht gespielt. Aber die 2016er habe ich gespielt. Sie war ultra schwer, aber ich habe sie geschafft, was irgendwie cool ist. Also vielleicht gibt es ja dieses Jahr Japan 3.0. Ich würde es teilweise schon feiern, aber teilweise auch nicht, weil mich das ziemlich viele Stunden Rage kosten würde. Okay, jetzt sind wir hier an der Seite. Danke. Ah, hier ist mal ein Checkpoint, wenigstens was. Hier müssen wir an der Seite dran springen. Ja, okay, in der besten Zeit schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr, aber trotzdem passt es auch. Wir sind Tag 17. Missing References. Sagt. Danke. Die Map sagt mir jetzt direkt gerade nichts. Aber die nächste Map, so wie es aussieht, sagt mir auf jeden Fall was. Genau hier, Hexensumpf. Die Map war, sah auf jeden Fall vom Design her richtig gut aus. Hier haben wir auch diese riesige Hexe. Die ist, da war damals noch nicht in der Luft, sondern wirklich auf einem, in einer normalen Map. Die ist auf jeden Fall, wie gesagt, ganz gut aus. Kann ich mich daran erinnern. Gab es kein Video zu. War auch nicht so schwer, aber vom Design her war es auf jeden Fall ziemlich nice. Und wir sind auch schon bei der Star Wars Map. Die habe ich letztes Jahr eigentlich ziemlich gefeiert, weil die meisten von den Schiffen ziemlich geil aussahen. Hier ist davon, glaube ich, soweit ich weiß, nur ein X-Wing, der genommen wurde. Oh, ich habe den Viersprung geschafft. Ja, genau, davon sind die zwei X-Wings. Sonst wurde leider nichts mit übernommen auf dieser Recap-Map, nenne ich es jetzt mal von 2016. Aber damals war es auf jeden Fall eine nice Map. Gibt es auf jeden Fall auch ein Video von mir. Und das Wunderfall nervt schon. Wir sind schon bei 15 Minuten. Ihr könnt froh sein, ich cutte euch das wenigstens ein Stück runter. Aber wir sind weiter. Nordische Fjord, ja, die kann ich auch erinnern. Die Map war eigentlich ziemlich nice. Also einmal vom Design war sie gut. Und sonst auch, also der Schwierigkeitsgrad war da, verdammt, auch vollkommen in Ordnung gewesen, so wie ich mich daran erinnere. Ja, aber die war auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich will auch gleich gerade mal eine Geschichte vom letzten Adventskalender, von der letzten Map erzählen. Da gab es ja wirklich so eine richtig übertriebene Custom Map. Da gibt es auch ein Video da vorne auf meinem Kanal übrigens. Und da wurde ja so die Geschichte der Menschheit durchlaufen. Die Map war echt richtig übertrieben und richtig cool. Und ja, also die kam ja am 24. Dezember aus, letzte Map. Nicht so schwer unbedingt, außer an manchen Stellen, aber halt richtig lang. Und ich weiß noch damals, ich bin auch am 24. Dezember in Urlaub geflogen. Und auch schon früh um 6 Uhr oder um 7 Uhr musste ich, keine Ahnung, los oder ähnliches. Hier nochmal zurück. Und ja, aber ich wollte irgendwie die Map spielen, damit ich alle geschafft habe. Das heißt, ich habe wirklich bis um 12 Uhr gewartet, den Tag, bevor ich geflogen bin am 23. beziehungsweise halt dann am 24. An die Map erinnere ich mich gar nicht, obwohl sie geil aussieht. Race for Atlantis. Ja, okay, so hieß auch ein ehemaliger Darkwood im Phantasialand mal so, aber das ist eine andere Sache. Nee, auf jeden Fall dort habe ich dann wirklich die Map um 12 Uhr nachts, wo sie rausgekommen ist, direkt gespielt. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, dann noch das Video geschnitten, das war schon krass. Ja, und dann bin ich halt am nächsten Tag um 5 oder um 6 Uhr aufgestanden. Fand ich auf jeden Fall super, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte. Ich muss mal gucken, weil dieses Jahr fliege ich nämlich schon am 23. im Urlaub. Das heißt, das wird dieses Jahr ein bisschen unpraktisch. Mal gucken, wie wir es machen. Aber das ist auf jeden Fall die Geschichte zu, wie ich noch den 24. Tag geschafft habe. Hier, Run die Map. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich eine Speedrun-Map. Keine Ahnung, ob ich dazu was gemacht habe. Ja, ich schaff's. Wie schlecht bin ich gerade, bitte? Wir sind schon bei 17 Minuten. Oh, ich dachte, ich wäre irgendwie viel schneller. XXL Mäusezimmer. Oh, verdammt, man darf Rot nicht berühren. Das sagt mir so hier die Map gerade nichts. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. So, wir gehen hier wirklich direkt mal weiter. Ja,
Ach ja, doch, ich glaube, das war so ein riesiges Zimmer. Ich kann mich da, glaube ich, schon dran erinnern. Hilfe, Glasspanes. Danke, Glasspanes. So, durch. Warum, ey? Das kann nicht sein, irgendwie so die Schwingparts, irgendwie so Vierersprünge hintereinander komme ich durch, aber hier, klar. Glasspanes nicht, das nervt langsam. Aber ich sehe da hinten schon das Ende der Map. Das war nämlich vom 24. da hinten. Wirklich da diese Raumschiff, also da ist man wirklich vom. Man kann einfach lang springen. Das war, glaube ich, wirklich. Wo steht's hier? Genau, Tag 24 Zeitsprünge. Man hat wirklich in der Steinzeit angefangen, ist dann durch alle Epochen wie Industrialisierung etc. durchgegangen. Und am Ende ist man wirklich in der Zukunft rausgekommen. Die Map war richtig übertrieben groß, richtig geil gemacht. Hat auch richtig lange gedauert, die zu spielen, aber sie sah auf jeden Fall richtig nice aus. Und hier erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch dran, das war das Haus, wo dann die letzte Map zu Ende war. Wir haben es noch geschafft. Ich suche gerade noch den Eingang, genau hier ist er. Komm. Hier, da ist die Zeit 18 Minuten 58. Ja, ich habe schon alles gewonnen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Map. Kann man auf jeden Fall nicht zu sagen. Ich fliege hier gerade nochmal raus. Genau, das war auf jeden Fall der erste Tag des Tmall Adventskalenders 2017. Das erste Türchen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es ist, könnt ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob jemand von euch auch den Tmall Adventskalender spielen wird. Oder zum Beispiel, was für eine Zeit ihr hier habt. Meine war jetzt ja nicht gerade super. Genau, und sonst, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen bestimmt noch die ein oder andere Map davon zocken. Also ich werde wahrscheinlich jede auf jeden Fall probieren durchzuspielen. Und das ein oder andere Video dazu wird auch noch auf jeden Fall kommen. Das heißt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Lust auf mehr habt. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder zu einem weiteren Video. Ciao!